Hallo, mein Name ist Christina und wenn du Lust hast, nehme ich dich jetzt mit auf eine Meditation. Ich empfehle, dass du aufrecht sitzt, bequem angelehnt auch an etwas, wenn das willst, dass beide Füße am Boden sind. Die Hände locker auf die Oberschenkel legen. Meine Empfehlung ist Handflächen nach unten. Nimm deine Aufmerksamkeit jetzt auf die Atmung und spüre, wie du ein- und ausatmest in deinem natürlichen Rhythmus. Deine Gedanken folgen deinem Atemfluss. Ich atme ein und ich atme aus. Ich atme ein und ich atme aus. Ich atme ein und ich atme aus. Dein Körper fängt sich an, nur mehr entspannen und locker werden. Und bewusst tust du jetzt beim Ausatmen nochmal jede Muskel, jede Zelle in deinem Körper lockern, entspannen. Wenn es dich irgendwo juckt oder wenn es kribbelt, dann ist das ein gutes Zeichen. Das Zeichen von Entspannung. Nimm jetzt mit der Kraft von deinen Gedanken deine Aufmerksamkeit in die Herzgegend. Das heisst, den ganzen Brustbereich. Spür und stell dir dein physisches Herz vor, wie das in deiner Brust schlägt. Vielleicht musst du jetzt tief ein- und ausatmen. Und beim Ausatmen fließt deine Aufmerksamkeit in deine Herzgegend. Nimm die Herzgegend nicht nur vorne wahr, sondern auch hinten, im Rücken, zwischen den Schulterblättern und eigentlich rund um dich herum. Und wiederum mit der Kraft von deinen Gedanken und mit der Kraft von deiner Absicht dehnst die Herzkraft, der Herzschlag, deine Energie aus, und zwar rund um dich herum. Beim nächsten Einatmen stellst du dir vor, dass es helles oder ein weisses oder ein goldiges oder sonst ein farbiges Licht ins Herz atmisch. Stell dir vor, wie jeder Herzschlag ein Atemzug ist, wo deinem Herzen ist, sich fährt ausdehnen. Rund um dich herum. Wie Wellen im Wasser. Rund um dich herum.
Das heisst auch oberhalb über den Kopf und rundum unter den Füßen durch. Also, dass du in einer Energiekugel, in deiner Herzkraft, Energie dich befindest. Stell dir vor, wie die Energie, die Kraft, die du bist, sich weiter ausdehnt. Richtung Mutter Erde, ins Herz von der Mutter Erde, Richtung Sterne und Himmel, und alles verschmilzt miteinander. Spür die Energie von der Erde, von deiner Umgebung. Falls dir das zu intensiv ist, du musst einfach bewusst mit einem Gedanken dein Energiefeld wieder zu dir nehmen, richtig physischen Körper nehmen und es so weit oder so nah bei dir, wie es für dich stimmig ist. Wenn deine Gedanken fangen an zu kreisen, wenn dein Alltag kommt, wenn deine Sorgen und deine Kummer sich in deinen Gedanken fangen zu zeigen, dann bitte ich dich, das einfach zu beobachten. Versuch, Zuschauer zu werden von deinen Gedanken. Und versuch, sie nicht zu analysieren, nicht herauszufinden, woher und warum und wieso, sondern sie einfach zu betrachten und deine Gedanken, deine Geschichten Aufmerksamkeit schenken, aber ohne dich zu involvieren. Und dann sagst du innerlich, ihr dürft weiterziehen. Also ein bisschen wie der Wind die Wolken am Himmel lassen weiterziehen. Und nimm deine Aufmerksamkeit wieder in deine Herzgegend. Wenn ganz viele Gefühle da sind und Emotionen und vielleicht auch Ängste, auch da bitte ich dich, die zu beobachten. Betrachte das Gefühl oder die Gefühle, die in dir innen sind. Und sag mir, ich nehme dich wahr. Ich spüre dich. Und du darfst da sein. Und sag dem Gefühl innerlich, du darfst weiterziehen wie eine Wolke am Himmel. Denn ich bin am Meditieren. Und so kannst du täglich ein paar Minuten in die Meditation gehen, indem du deinen Fokus, deine Aufmerksamkeit immer wieder in deine Herzgegend nimmst, deine Atmung nimmst und mal beobachtest und betrachtest, was denn in dir, in deinen Gefühlen und in deinen Gedanken so alles zum Vorschein tritt. Meiner Meinung nach ist es richtig und hilfreich, wenn du all das, was du denkst, an Gedanken, die auftreten,
an Gefühlen, die erscheinen, versuchst nicht zu werten, nicht zu bewerten, nicht zu kritisieren, nicht zu analysieren. Vielmehr sie anzuschauen, zu betrachten, als Teil von dir. Möglichkeit geben, zu existieren, da zu sein. Sie sind Teil von dir. Du kannst sowohl Gedanken wie auch Emotionen oder Gefühle wie Wolken am Himmel noch weiterziehen. Du kannst aber auch die Gedanken und deine Gefühle, die Emotionen als Energie betrachten und sie als solches zu wandeln, Mutter Erde zurückzugeben, am Himmel zurückzugeben, was immer für dich stimmig ist. Und das kann in jeder Situation, bei jedem Gefühl und bei jedem Gedankenspiel etwas anderes sein. Über die Atmung holst du deine Aufmerksamkeit nun wieder zurück. Ich atme ein und ich atme aus. Ich atme ein und ich atme aus. Ich atme ein und ich atme aus. Beim Einatmen spürst du deinen Körper, deinen physischen Körper. Und beim Ausatmen auch. Nimmst deine Füße wahr, die fest am Boden sind, verbunden mit Mutter Erde. Nimmst den Raum wahr, wo du dich drinnen befindest. Und mit jedem Atemzug spürst deinen physischen Körper ein bisschen mehr. Und wenn du bereit bist, machst die Augen auf, bewegst dich, streckst dich. Und meine Empfehlung ist, einen grossen Schluck Wasser oder auch ein Glas Wasser zu trinken. Das Wasser ist ein kraftvolles, wichtiges Element für unseren Körper. Er verbindet uns mit Mutter Erde. Und bringt uns in diese physische, dreidimensionale Energie zurück. Diese Art von Meditation kannst du in 3 Minuten, 5 Minuten, 10 Minuten oder eine halbe Stunde oder sogar eine ganze Stunde machen. Es kann dir in dieser Zeit gar nichts zustossen, weil du bist geschützt. Geschützt durch dein eigenes Energiefeld. Geschützt durch deine Herzkraft. Aber auch geschützt von deinen geistigen Begleitern und Freunden. Von deinen Schutzengeln. Von deinen Wesen, Lichtwesen. Darum kannst du das mit ganz guter Hingabe und Zuversicht für dich machen. Ganz herzlichen Dank für deine Aufmerksamkeit und viel Spass beim Meditieren. Mein Name ist Christina Theod und du findest mich unter www.christinatheod.ch.